Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gebe ich euch mal ein paar Tipps mit, die ich beim Fotografieren mit dem Smartphone gelernt habe. Klingt total banal, aber denk dran, vorm Fotografieren die Linsen deines Smartphones kurz sauber zu wischen, weil in der Hosentasche sammelt sich einfach Dreck an. Dafür wäre es am besten, wenn du ein Brillenputztuch oder extra ein Linsenputztuch verwendest. Allerdings kann auch das T-Shirt helfen. Hauptsache, du machst die Linse etwas sauber, weil sich in der Hosentasche einfach sehr viele Staubpartikel ansammeln können. Falls du die Linse nicht sauber machst, kann das zu sehr unschönen Lichtreflexionen führen, die du nicht in deinen Fotos haben möchtest. Gerade wenn du noch am Anfang der Fotografie stehst, empfehle ich dir sehr, das Gitternetz anzuschalten. Das dürfte bei allen Smartphones gehen, ansonsten nimmt man eine Drittanbieter-App und da geht das auf jeden Fall. Das hilft dir einfach, dein Motiv aktiver zu gestalten und wirklich auf Sachen wie goldener Schnitt und Zweidrittelregel zu achten. So, das ist meiner Meinung nach fast der wichtigste Tipp. Du musst einfach wirklich aktiv darauf achten, dass du die Belichtung selber einstellst. Hier empfehle ich einfach, die Belichtung wirklich um minus 0,7 Blende bis einer ganzen Blende runterzuziehen, denn die aktuellen Smartphones haben einfach die Eigenschaften, dass sie immer alle Bildbereiche gleich hell machen wollen und das führt dazu, dass man wirklich so einen Einheitsmatsch hat und überhaupt keine Bildkontraste in dem Foto zugelassen werden. Das heißt, damit du wieder die Kontraste ins Bild reinholst und die Fotos spannender wirken und man mit Licht und Schatten arbeiten kann, belichte ab. Also zieh die Blende runter, dass du einfach ein bisschen unterbelichtet fotografierst. Die hellen Bereiche werden trotzdem hell genug, aber so bekommst du wieder Kontrast in deine iPhone-Fotos. Nutze den RAW-Modus, damit du wirklich aktiv deine Fotos auch in der Nachbearbeitung gestalten kannst. Ansonsten nimmt dir dein Handy wirklich sehr viele gestalterische Entscheidungen ab und du kannst die nicht mehr rückgängig machen. Vor allem das extrem starke Nachschärfen, was die meisten Handykameras wirklich machen und ich finde es einfach scheußlich. Dem kannst du mit so einem RAW-Foto einfach ein bisschen entgegenwirken, weil so bekommst du deutlich natürlichere Fotos, die noch nicht so stark verarbeitet sind, wie die Handyfotos, wenn man sie als JPEG schießt, sonst immer sind. Und du hast dann wirklich noch die Möglichkeit, dein Bild aktiv zu gestalten und lässt das nicht von deinem Handy tun und kannst wirklich tolle Fotos machen. Ich persönlich nutze Haylight als Drittanbieter-App für meine Fotos und ich mache wirklich fast alle Fotos mit dieser App. Fotos, die ich nicht mit dieser App mache, sind wirklich nur die Fotos, die ich aus dokumentarischen Zwecken mache, wenn ich irgendein Formular fotografiere. Aber immer wenn ich gestalten möchte, dann verwende ich diese App, denn in dieser App habe ich unter anderem die Möglichkeit, die Belichtungszeit und die ISO und auch den Weißabgleich einzustellen. Und außerdem habe ich halt auch die Möglichkeit, Apple Pro RAW zu verwenden, was ja die große Stärke der neuen Apple Smartphones ist, aber gleichzeitig nicht so eine starke Nachbearbeitung schon von Apple von Haus aus in meine Fotos reinzukriegen. Also ich habe die starken Features, die starke Software, dass Apple Handy sozusagen eine Belichtungsreihe macht und die zusammenrechnet, aber ich kann Sachen wie Nachschärfen und halt auch Rauschunterdrückung selber regulieren. So, das waren vier schnelle Tipps, wie man sein Smartphone als kompakte Everyday-Kamera verwenden kann. Schreib doch mal gerne in die Kommentare, ob du dein Smartphone schon als solches nutzt oder ob du zum Gestalten wirklich nur die große Kamera nimmst, weil dir zum Beispiel einfach da Bildqualität fehlt. Ansonsten, falls du auch in Streetfotografie interessiert bist, schau dir doch sehr gerne mein letztes Video an. Da gebe ich dir wirklich fünf sehr nützliche Tipps, die mir immer riesig helfen, schöne Fotos zu machen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.